Halbfinale im bayerischen Toto-Pokal. Die Spielvereinigung Unterhaching empfängt die Würzburger Kickers. Zwei Drittligisten kämpfen um den Einzug ins Finale und wollen unbedingt in den so lukrativen DFB-Pokal. Dafür muss der Titel her. Haching stark ersatzgeschwächt mit gerade mal 4 Spielern auf der Bank. Würzburg in Weiß übernimmt von Beginn an die Kontrolle. Patrick Göbel, erster, guter Abschluss nach 3 Minuten. Die Kickers, aktuell Tabellen-Siebter in Liga 3, bleiben dran. Haching läuft nur hinterher und Haching schaut nur hinterher, Peter Kurzweg. 25. Minute. Die Spielvereinigung kann mal etwas Druck rausnehmen und kommt zum ersten Abschluss. Mittelfeldmann Jim-Patrick Müller. Sonst sehen die knapp 1600 Zuschauer Einbahnstraßenfußball. Simon Skalatidis, der Pfosten, rettet Haching. Es geht aber weiter. Göbel macht den Ball nochmal scharf und dann ist der Rückraum komplett blank. Sontheimer, auch hier fehlt nicht viel. Die 40. Minute, Freistoß Kickers. Skalatidis macht's und der macht's richtig gut. Würzburg führt und das völlig verdient. Ein Traumfreistoß des Deutschgriechen. Unterhaching seit 7 Spielen torlos, jetzt natürlich gefordert. Ein Tor muss definitiv her, sonst ist der Pokaltraum futsch. Stefan Schimmer immerhin mal mit einem Abschluss. Zweite Hälfte, Unterhaching will den Ausgleich, macht ordentlich Dampf. Jim-Patrick Müller verpasst nur ganz knapp. 52. Minute, Schwabel mit der Hand, das Spiel läuft aber weiter. Guter Ball auf Schimmer, aber Leon Bethke rettet seine Kickers. Das Team von Michael Schiele glücklicherweise weiter vorne. Nur 7 Minuten später. Jetzt mal wieder Würzburg. Es ist die erste Offensivaktion in Durchgang 2. Orhan Ademi in bester Gerd-Müller-Manier. Würzburg 2, Haching 0. Die Kickers treffen genau in der Drangphase der Hausherren. Eine geschickte Drehung reicht dem Angreifer, der mit Braunschweig schon Bundesliga gespielt hat. Haching-Coach Klaus Schromm versucht alles. Was geht da noch für sein Team? Die Gäste aus Würzburg jetzt wieder spielbestimmend. Kurioserweise wäre für die Kickers eigentlich im Achtelfinale Schluss gewesen. Drittligist Schweinfurt hatte aber einen U23-Spieler zu wenig im Kader, so kann's gehen. 25 Minuten noch, wieder Würzburg. Kaufmann zum ersten, Kaufmann zum zweiten, 3-0, das Spiel entschieden. Erstes Toto-Pokaltor für den 26-jährigen Deutsch-Italiener, der mit Aue und Aalen schon Zweitligaluft schnupperte. Unterhachings Anhang gibt alles, will zumindest einen Torerfolg seiner Rot-Blauen. Die Mannschaft versucht's nochmal. Marc Endres, der Ball will aber einfach nicht rein. Dann ist Schluss. Haching am Boden deutlich geschlagen. Die Würzburger Kickers gewinnen mit 3-0 und ziehen ins Finale des Toto-Pokals ein. Dort geht's am 25. Mai entweder gegen den TSV 1860 München oder Aschaffenburg. Ja, danke erstmal. Ja, also ich denke, dass der Sieg heute auch in der Höhe, glaube ich, in Ordnung geht. Ich glaube, wir haben über die gesamten 90 Minuten eigentlich das Spiel unter Kontrolle gehabt. Wir haben da, glaube ich, zu keiner Sekunde des Spiels das Gefühl aufgegeben, dass wir vielleicht nicht ins Finale kommen wollen oder Haching ins Spiel kommen lassen wollen. Und ich glaube, im Endeffekt geht der Finaleinzug absolut in Ordnung. Ich glaube, Wunschgegner im Finale ist egal. Finale ist Finale. Ob das jetzt gegen 60 oder gegen Aschaffenburg ist, ich glaube, das wird ein hochbrisantes und hochintensives Spiel auf jeden Fall werden. Man hat oft genug im Pokal gesehen, was da möglich ist. Und wir nehmen den Gegner, der kommt, und versuchen dann voll fokussiert dann auch den letzten Schritt zu gehen.